Hallo. Hallo. Wir stehen heute an der PBSA im Fachbereich Architektur und Design, da ab heute die Projektwoche Intramuros startet. Die Intramuros ist eine Projektwoche im Wintersemester. Im Sommersemester gehen wir auf Extramuros-Exkursion außerhalb der Hochschule. Dieses Jahr steht die Projektwoche unter dem Oberthema Together. Lass uns doch mal gemeinsam schauen, was die Studierenden dieses Semester vorbereiten. Die kompakten, in sich abgeschlossenen Workshops müssen von jedem Studierenden der Bachelor- und Masterstudiengänge im Laufe ihres Studiums belegt werden. Und ein Thema ist es ein besonderes Anliegen der Intramuros-Workshops, die Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Semestern und den beiden gestalterischen Fachbereichen der HSD sowie die Lust am Studium und Miteinander zu fördern. Hallo! Hallo! Woran arbeitet ihr und was ist euer Thema? Unser Thema ist Zusammensitzen. Wir bauen Sitzmöbeln aus wiederverwendbarem Altpapier und diese ganzen Möbeln werden für Pop-Up-Bar zur Verfügung gestellt am Ende. Das ist ja richtig cool. So, wir sind jetzt hier bei unserem nächsten Projekt. Wer seid ihr denn und was ist euer Thema? Ja, wir sind vom City Lab. Das ist ein Vortragsformat hier an der Hochschule Düsseldorf und das ist organisiert von Studierenden für Studierende und genau. Ja, hinter dem Motto machen wir jetzt quasi auch eine Küche, die von Studierende für Studierende ist. Diese mobile Küche soll eingesetzt werden, zum Beispiel bei der Vortragsreihe vom City Lab, aber auch zum Beispiel für uns Studierende, wenn wir mal abends uns nochmal Nudeln kochen wollen oder mal Brutto belegen, dann müssen wir es nicht im Arbeitsraum machen, sondern haben eben die perfekte Ausstattung dafür. Genau, und des Weiteren wollen wir, dass das Ganze mobil einsetzbar sein kann und deshalb ist es als Fahrradanhänger konzipiert. Deshalb auch ist es relativ kompakt geplant, heißt jetzt hier so ein faltbares Dach, dann kann man das alles sehr schön verschließen und hat dann einen recht flexiblen Anhänger. Klingt super praktisch. Klingt gut. Jetzt gehen wir mal zu unseren Erstsemestern. Die üben nämlich diese Woche das Freihandzeichnen. Gerade üben sie sich den räumlichen Eindruck der Hochschule einzufangen. Lass uns mal schauen. Seit dem Wintersemester 2009-2010 steht Intramuros unter einem übergreifenden Thema, das auf unterschiedlichste Art und Weise aus den verschiedensten Blickwinkeln bearbeitet werden kann. Wir stehen jetzt hier in unserem Fotostudio. Was kannst du mir denn über euer Projekt erzählen? Ja, hi. Unser Projekt ist Zusammen Together und das ist eine Kollaboration zwischen dem Fachbereich Architektur und dem Fachbereich Design. Und woran arbeitet ihr aktuell? Momentan bereiten wir uns für eine Ausstellung vor für die Moruswoche und ein Teil der Gruppe geht in die Stadt und fotografiert. Ein Teil sucht sich den Grundriss der HSD aus, um Orte darzustellen, wo man zusammenkommen kann. Und hinter mir entsteht gerade der Raum, wo wir das Ganze ausstellen. Wir sind schon sehr gespannt. Danke.